So, willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, ich habe ja im letzten Part gesagt, dass wir uns einen Kredit holen und uns davon und jetzt einen LKW holen. Und ja, wir gehen zum Volvo Besucher ausgewählten Händler. Ja. Ja, diesen können wir uns momentan halt nur leisten. Den SA16 Sleeper für 99.310 Euro. Das heißt natürlich, wenn wir diesen LKW besitzen, müssen wir auch vorsichtiger damit umgehen. So, Moment. So. Ausführung. Motor können wir auch noch nicht. Getriebe sind wir bei 105.000. Nummernschild können wir leider auch nicht. Das klappt schon. Wenig Geld zum Tanken und falls wir eine Reparatur fahren. So, wir kaufen unseren ersten eigenen LKW, den Volvo FH16 Sleeper. Ja, ist gerade ein bisschen laut jetzt nochmal. Aber schnell, geht doch. Unser LKW. So, wir müssen halt erstmal auch schlafen. Und das gibt unsere erste Nachtfahrt. So, ich will mal gerade hier drin was gucken. So, Garage. Okay. Okay, so. Dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Fahrt aus. Noch am besten nicht direkt zu weit, aber wo es noch recht gut Geld gibt. Wir fahren... Ach ne, wir sind ja in Dortmund. In Dortmund müssen wir gucken. Also ich würde sagen, wir transportieren erstmal... Nee, die Kleidung ist ein bisschen zu wenig. Bremen waren wir schon? Ja. Düsseldorf? Düsseldorf waren wir nicht. Wir fahren... Nee, Große Eisenbahn hatten wir erst. Dann fahren wir einfach mal nach Erfurt. Und transportieren dann Baumstämme. Und das wird jetzt stoppen. Thank you.
Jetzt müssen wir auch definitiv darauf achten, wie wir fahren, wann wir fahren. Und wir müssen auf diese Pausen warten. Und deswegen werde ich erst die erste Zeit, da wir sehr wenig Geld haben, recht sehr vorsichtig fahren. Und in diesem Part werden wir sowieso einen Zwischenstopp machen. Ich sag mal so, ab dem Level 3, wenn wir Fähigkeitslevel 3 haben, werde ich euch aussuchen lassen, wohin wir fahren. Und die Autos, die könnten ruhig mal ein bisschen schneller fahren. Wir fahren hier mit knapp 40. Und deswegen, so, jetzt muss ich noch mal ein bisschen langsamer. Wir müssen jetzt hier vorne gleich sowieso rein. Ich muss eher mit Fernlicht fahren. Denn sonst sehe ich nichts. So, erstmal unseren Auflieger holen. Ja, ich hoffe, ein paar Leute von euch haben sich bei der virtuellen Spedition HLE beworben. Denn wir suchen wirklich. Wir nehmen noch Fahrer auf. Und das würde uns natürlich freuen, wenn wir noch Fahrer bekämen. So. Ah, man sieht hier sehr recht schlecht. Angekoppelt und los geht die wilde Fahrt. Mein Rechner ist leider noch nicht so stark genug, um die Einstellung, die ich, wenn ich nicht aufnehme, zu spielen. Deswegen müssen wir uns halt erstmal noch damit zufrieden geben. Aber das kriegen wir auch hin. Geld einfahren, weil denn jeden Tag geht ja Geld ab. Also ich habe mir schon ein paar Let's Plays angeguckt von anderen, zum Beispiel Ubi-Fan von GamerTV. Das gucke ich mir auch recht öfters mal an, denn also schon witzig bei ihm zuzugucken. Blinken. Und ab 4 Uhr wird es ja sowieso hell. Denn wir wollen ja nicht mit 50 hinter den anderen LKWs herschleichen. Das ist mies, beschissen, blöd, wortwörtlich. Ich werde demnächst eventuell auch mal noch Mods gucken, dass vielleicht der Verkehr schneller fährt. Ich kann nur nicht garantieren, dass es dafür überhaupt eine Mod gibt, aber wenn ihr wisst, dass es niemand diese Mod gibt, dann könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch den Link, dass ich das herunterladen, und wenn, dann werde ich euch danach den Part, wenn ich den installiert habe, werde ich auch diesenjenigen
mit einbringen, dass derjenige mir halt diesen Link zur Verfügung gestellt hat und dass ich diese Mod dann auch benutze und werde diesemjenigen dann auch danken im Namen der Zuschauer dann auch. Aber erst, also hauptsächlich von mir dann werde ich danken. Und ja. Die einzigste Mod, die ich jetzt momentan drin habe, ist der No Speed Limit. Dass wir mal so um die, wenn wir mal eine gute Strecke haben, 120 fahren kann. Dass wir eventuell, wenn wir auch kurze Zeit das halt nicht schaffen würde, wenn wir zum Beispiel eine 13-Stunden-Fahrt vor uns haben oder eine 15, dass wir mal schneller fahren können und dies eventuell dann auch nur mit einer Tour schaffen. So, zack. Das finde ich so richtig beschissen auf den Landstraßen. Die Autos, die fahren so lahmarschig. Ich hoffe, jetzt kommt gerade kein Auto entgegen. Am besten so nach dem LKW, da kann ruhig ein Auto kommen. Jawoll. Jetzt ist halt Überholverbot. So, ich werde jetzt mal so langsam auch schon mal wieder eine schöne Stelle zum Parken suchen. Denn dieser Part ist auch schon wieder so rum. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr eher 15 Minuten oder vielleicht sogar 20 Minuten haben wollt. Wenn es bei euch gut ankommt, werde ich vielleicht auch 30 Minuten Parts machen. Aber dies werde ich erst später entscheiden. Da vorne kommt sogar ein Rastplatz, da können wir dann sogar gerade Rast machen. Oder auch nicht. Vorfahren. So, da doch ein Stück fahre ich noch. Zeit haben wir ja noch. Wir haben noch 8 Stunden. Ups, die Feststellbremse, die Handbremse sollten wir natürlich dann auch lösen. Da ist blöd gelaufen. Sehr wahrscheinlich auch auf dem Berg halten können. Ansonsten muss ich auf der Autobahn am Standstreifen halten. Das sieht auch so aus. Also gut. Obwohl, bei hier können wir doch halten.
und ich sage dann mal, wir sehen uns im nächsten Video-Part wieder. Und das war's in diesem Part von eurem Dennis LP. Bis die Tage. Ciao.